Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategie in unserem Kanal auf YouTube. Heute wollen wir mal der Frage auf den Grund gehen, warum wir keine Inverted Strangles handeln, was das überhaupt ist und warum wir diese nicht machen, was wir davon halten und welche Chancen und Risiken wir in dieser Strategie sehen. Inverted Strangles, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen und diejenigen unter euch, die beispielsweise Tasty Trade in den USA verfolgen, also diese tägliche Live-Sendung, die es da ja gibt, die wissen, dass die Jungs bei Tasty Trade sehr gerne diese Inverted Strangles handeln. Und ich bin jetzt mal im Coaching gefragt worden von einem Teilnehmer, Jens, warum machen wir denn das eigentlich anders? Warum machen wir das nicht so, wie die Jungs das da im Fernsehen machen? Und eins gleich mal vorweg, es ist natürlich nicht so, dass das, was wir machen, 100% das Optimale ist, genauso wie das, was diejenigen oder was die machen, nicht das 100% Optimale ist. Man muss immer die Vor- und Nachteile abwiegen. Und wir haben aber für uns herausgefunden, dass wir mit Inverted Strangles nicht so gut klarkommen. Und ich will euch heute einfach mal zeigen, warum das so ist. Ich habe mal wieder hier unser Whiteboard herausgeholt oder beziehungsweise unseren Flipchart und werde euch dazu ein paar Sachen einfach mal wieder aufzeichnen. Fangen wir mal an, was ist denn überhaupt ein Inverted Strangle? Und in der Regel passiert auch Folgendes. Wir haben eine Aktie, die steigt hier an. Und wir entschließen uns irgendwann mal einen Put darauf zu schreiben. So, wir schreiben also hier einen Put. Und jetzt sollte ja die Aktie sich tendenziell entweder seitwärts entwickeln oder ein bisschen nach oben entwickeln. Zur Not darf sie auch ein bisschen nach unten gehen. Das heißt, wir würden vom Zeitwertverfall profitieren und könnten dann die verkaufte Option zu einem günstigeren Preis zurückkaufen. Jetzt passiert es aber natürlich immer mal wieder, das wisst ihr, dass die Aktie dann stärker fällt. Und bei uns ist es ja dann so, wir lehren in unseren Coachings und wir machen das auch selber so, dass wir dann das Roll-Down, Roll-Over machen. Das heißt also, wir rollen unseren Put nach unten und da wir natürlich in derselben Laufzeit nicht das gleiche Geld bekommen, wenn wir ihn wegrollen, rollen wir ihn also auch noch in der Regel in eine längere Laufzeit, Roll-Down, Roll-Over, sodass wir dann einfach über die Wahrscheinlichkeiten mit der längeren Laufzeit, mit dem größeren Zeitwert versuchen, unseren ursprünglichen Gewinn wieder hereinzuholen. So, was macht jetzt Tasty Trade? Tasty Trade macht hier ein bisschen eine andere Strategie und zwar die machen Folgendes, nämlich wenn dieser Fall hier eintritt, dann sagen die als allererstes mal, ich verkaufe darauf einen Call. Das heißt, die gehen also her und verkaufen hier oben einen Call, sodass sie dann erstmal einen Strangle haben. So weit, so gut, das kann man machen. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich bin ja kein großer Fan von verkauften Call-Optionen in Aktien. Bei Futures, bei Währungen, bei Zinsen, auch bei ETFs ist das etwas anderes. Bei Einzelaktien habe ich ein bisschen ein Problem damit. Warum? Weil wir haben das in letzter Zeit immer mal wieder erlebt, dass solche Aktien übernommen werden. Und wir hatten kürzlich erst das Beispiel, dass Microsoft LinkedIn übernehmen wollte und einen Aufschlag von 50% auf den letzten Börsenkurs bezahlt hat. Das heißt also, wenn die jetzt hier kommen und sagen, okay, wir übernehmen diese Firma und ihr öffnet irgendwann hier oben, dann ist dein Call hier tot. Das heißt also, muss nochmal zeichnen, ich habe gerade gesehen, man sieht es sonst nicht, also öffnet hier oben, dann ist dein Call natürlich tot, weil du kannst dann nichts mehr machen. Ne? Du kannst den weder rollen noch sonst irgendwas, wenn dieser Preis einmal feststeht, steht er halt fest. Das ist der Punkt Nummer 1, warum ich kein Fan bin, aus einem Short Put einen Strangle in einer Einzelaktie zu machen. So, was macht jetzt Tasty Trade aber noch weiter? Die machen jetzt Folgendes, und zwar, sollte die Aktie weiter fallen, dann würden wir ja irgendwann mal hier diesen Put wegrollen. Die dagegen sagen aber, okay, wir rollen das Ganze einfach nach unten und schreiben jetzt zum Beispiel hier unseren nächsten Call. Und angenommen, die Aktie fällt weiter, dann lassen die diese Aktie sogar ins Geld hineinlaufen und rollen den Strangle dann noch weiter, was im Extremfall dann dazu führen könnte, dass du dann, sagen wir mal, der Put war hier irgendwo bei 80, der Preis der Aktie ist von mir aus mittlerweile bei, machen wir mal ein richtigen Extrembeispiel, der ist bei 70 und jetzt kann es passieren, die rollen den Call sogar jetzt unterhalb des Puts, die versuchen das immer an einem Delta von 30 zu machen, sodass die jetzt hier vielleicht einen Call hätten bei, ja was weiß ich, sagen wir mal
78. Ne? Und das wäre dann ja quasi ein Inverted Strangle. Das heißt also, dein Call hat einen niedrigeren Strike als dein Put. Die Idee dahinter ist, die sagen sich folgendes, wenn wir das Ganze dann nochmal in die Zukunft rollen müssen, erkaufen wir uns Zeitwert. Und selbst wenn die Aktie dann hier wieder ein bisschen nach oben geht, dann verliert natürlich der dann im Geld liegende Put extrem viel Zeitwert oder beziehungsweise dann auch inneren Wert und dann können wir ihn günstiger zurückkaufen. Wir machen das nicht und wir empfehlen es auch nicht, und zwar aus folgendem Grund. Natürlich kannst du diese Dinge ewig lange immer ziehen und kannst machen und kannst tun. Und wer jetzt beispielsweise mal bei Tasty Trade nachschaut oder auf der Seite von Dow, der sieht ja dann auch, dass die manchmal Trades haben die ein halbes Jahr, die haben die 7, 8, 9 Monate offen und rollen die immer wieder und rollen die immer wieder und rollen die immer wieder. Aber meine persönliche Meinung ist, das rechnet sich irgendwann nicht mehr, weil man dann irgendwann zu viel Gebühren zahlt. Das heißt, wenn du hier ursprünglich mal eine Prämieneinnahme hattest von vielleicht $100 und dann schreibst du jetzt hier oben noch ein paar Calls dagegen und dann rollst du die und dann rollst du nach hinten und dann rollst du wieder nach hinten, dann rollst du wieder nach hinten, dann hast du irgendwann eine wahnsinnig hohe Gebührenbelastung. Wenn du 10-mal gerollt hast und das auf 2 Seiten, rechne dir mal aus bei deinem persönlichen Gebührensatz, was du dann schon an Gebühren aufgewendet hast. Und dann kommt noch ein anderer Punkt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ja eine Aktie, die geht runter, selbst wenn die jetzt hier zu diesem Zeitpunkt einen Abwärtstrend eingeleitet hat, dann wissen wir ja, ich mache das jetzt mal hier hin, also die Aktie geht ja nicht so hier runter, sondern die wird so hier gehen. So, ne? Also die wird so ein bisschen immer mal kleine Korrekturen hineinmachen. Und das würde uns dann wieder genügen, um wenn wir sehr, sehr weit weg mit dem Put sind, um dann doch am Ende wenigstens plus minus null herauszukommen, was uns nahezu bei jedem Trade auch gelingt, den zumindest die Verlierer am Ende mit plus minus null zu schließen. Wenn du aber dann Puts hast, die dann hier irgendwo im Geld sind, dann hast du kaum noch eine Chance, selbst in diesen kurzen Korrekturen da irgendwie rauszukommen. Wir haben das auch selber mal getestet. Wer von euch eine Software hat, wie zum Beispiel OptionView, oder vielleicht auch wer Zugang zu Sink or Swim hat, der kann das ja mal probieren und macht mal was ganz Einfaches. Geht mal her, beispielsweise in einer Aktie wie Apple, und testet mal aus, was gewesen wäre, wenn ihr am schlechtesten Moment, nämlich am Hochpunkt, einen Put verkauft hättet und wenn ihr dann mit dem Call hier immer nachadjustiert hättet. Und da werdet ihr feststellen, ihr verdient zwar immer mal wieder was mit den Calls, aber ihr kommt am Ende eigentlich nicht mehr raus. Und aus meiner Sicht heraus ist das wirklich nur noch Traden um des Tradens willen. Ich kenne auch persönlich jetzt keine statistische Untersuchung, die mir zeigt, dass so ein Inverted Strangle letztendlich mehr oder besser wäre, als einfach von dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Und das ist vielleicht auch die Philosophie, die dahinter steckt, warum wir es nicht machen. Wenn wir Optionen wegschieben, also nach unten rollen, nach oben rollen, nach hinten rollen, dann versuchen wir dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Wir wollen weg vom Underlying. Tasty Trade, die machen das ein bisschen anders und die sagen eben nein, wir gehen da bewusst ins Risiko, weil wir sagen, langfristig betrachtet lohnt es sich, Risiko auf sich zu nehmen. Es ist also ein wenig eine andere Philosophie. Wie gesagt, es ist definitiv oder es ist nicht bewiesen, dass wir mit unserer Idee besser liegen oder dass die besser liegen. Und ich finde ganz, ganz viel, was die Jungs von Tasty Trade machen, ist sensationell gut, tolle Sache. Sollte man sich, wer Englisch kann, auf jeden Fall auch anschauen, lohnt sich, kann man viel dabei lernen. Aber man muss natürlich immer eins machen. Jede Strategie, die man lernt, egal ob ihr sie jetzt von da lernt, ob ihr sie von uns lernt, ob ihr sie von einem Dritten lernt, die müsst ihr für euch persönlich anpassen. Und jede Strategie muss eben auch so sein, dass ihr mit der gut leben könnt. Und wenn ihr eine Strategie habt, wo ihr dann sagt, ah, da werde ich unruhig und das passt mir gar nicht und ich fühle mich dabei nicht wohl, dann werdet ihr am Ende damit keinen Erfolg haben. Und bei uns ist das eben mit Inverted Strangles. Wir fühlen uns damit einfach nicht wohl, Optionen im Geld zu rollen. Deswegen lassen wir das, rollen die lieber vom Risiko weg und fahren für uns betrachtet dann auch besser, als wenn wir es anders machen würden. Ich bin gespannt, ob ihr Erfahrungen habt mit Inverted Strangles. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und dann freue ich mich auf eure Fragen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.